Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, in dieser Folge werden wir unsere Felder mal neu bestellen und das werden wir auch einfach mit Courseplay machen, denn wir haben hier auf dem Hof auch noch ein wenig zu tun und müssen uns ja noch um unsere Tiere kümmern. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt auch gleich los. Steig mal hier ein in unseren Class und starten auch jetzt gleich den Motor. Machen wir einmal die Tür zu. So, und dann hängen wir uns jetzt erstmal unsere Amazone hier dran. Und ich hoffe ja, das klappt hier mit Courseplay. Ihr wisst ja, ich und Courseplay, wir sind da nicht immer so die besten Freunde. Aber hin und wieder klappt das Ganze ganz gut. So, fahren wir einmal hier ran. Hängen uns gleich hier die Amazone dran. Und dann kann hier Courseplay erstmal anfangen. Hier mal in die Außenansicht. So, einmal hier rum. Können wir das Ganze hier auch schon aufklappen. Und dann soll Courseplay jetzt hier erstmal mit dem Feld hier beginnen. So. Ja, ein bisschen weiter rüber müssen wir noch fahren. So, fahren wir nochmal ein Stückchen zurück. Korrigieren hier das Ganze. Und schicken jetzt hier Courseplay los. So, Kurs generieren. Das ist das Feld 5. Und dann sagen wir mal zwei Vorgewende. Scharf soll er das Ganze natürlich auch machen. Und generiere jetzt mal das Feld 5 und Abfahrrohr einstellen. So, und wir springen jetzt hier gleich raus, denn wir haben ja noch hier ein bisschen was zu tun auf unserem Hof. Ich habe auch schon geschaut bei den Schweinen. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal Mist rausholen. Und ja, bei den Ferkeln, da hat sich momentan noch nichts weiter wieder getan. Aber da schauen wir auch gleich nochmal vorbei. So, dann machen wir mal hier das Tor auf. Gehen mal hier rein, schauen mal nach den Ferkeln. Wir sehen, ja, wir haben schon wieder welche. Aber das Ganze dauert natürlich noch ein wenig, bevor die soweit ready sind. So, stecken wir mal hier ein in unsere Shopkarre und werden jetzt mal hier vorfahren und werden jetzt erstmal hier den Mist rausholen bei unseren Schweinen. Na, springt das Schwein erstmal vor mir. So, machen wir mal hier auch das Tor gleich wieder zu und machen jetzt hier gleich die Tür auf. Ja, dann schauen wir dann noch mal bei den Hühnern vorbei, denn da liegt auch ein Haufen Mist schon wieder. So, gehen wir einmal hier rein. Und jetzt drücken wir einfach Steuerung und Z. Und dann wird das Ganze hier automatisch aufgeladen. So, 99%. Und dann können wir auch schon wieder rausfahren. Drücken wieder Steuerung und Z. Dann hört das Ganze hier auf. Und dann kippen wir das jetzt erstmal hier in. So, na, Stückchen weiter rüber. So, jetzt her. Einmal abladen das Ganze. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt hier nochmal rein. Denn da liegt ja immer noch ein bisschen was rum. Schauen mal. So, drücken wieder Steuerung und Z. Und fahren hier einmal lang. Ja, schon wieder voll. Ja, 100% schafft das hier wohl. Das kann sie hier nicht anscheinend. Immer nur zu 99%. Aber naja. So. Ja, da können wir jetzt hier noch bestimmt noch zweimal reinfahren. Und hier den Mist wegmachen. So, schütten wir alles hier hin.
Ja, dann schauen wir da nochmal nach unseren Helfer, wie weit der ist. Aber zuerst möchte ich nochmal schnell bei den Hühnern vorbei. So, dann wieder Steuerung und Z, damit das Ganze automatisch hier aufgeladen wird. Ich denke mal, das reicht jetzt erstmal wieder. Und dann fahren wir jetzt hier wieder raus. Kippen hier das Ganze wieder ab. So. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt hier aus. Die Schubkarre können wir hier stehen lassen. Hier machen wir alles zu. Und dann schauen wir jetzt erstmal hier bei den Hühnern vorbei. Glaubt man, die brauchen auch mal wieder etwas Wasser. Oh ja, hier sieht es aber auch ganz gut aus. Und hier nehmen wir aber heute mal meinen Zauberbesen, wie ich das immer so gerne sage. Da geht das Ganze etwas schneller. Denn so viel Mist braucht man ja eigentlich auch nicht. So. Dann macht man das Ganze hier weg. Ja, haben wir das alles. Perfekt. Stellen wir mal den Besen noch ordentlich hin. So. Und jetzt schauen wir mal, ob denn die Hühner hier noch Wasser brauchen. Ja, da geht schon wieder einiges weg gleich. Befüllen wir hier das Ganze erstmal wieder. So. Oder ja, machen wir jetzt hier noch ein paar Eimer rein. Ich denke mal noch so zwei, drei Eimer. Das soll auf jeden Fall reichen. So. Einmal voll das Ganze. Und noch ein Eimer. So, haben wir das auch schon mal erledigt. Da haben jetzt die Hühner jetzt erstmal wieder Wasser. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal nach unserem Helfer, wie weit der jetzt schon ist mit dem Feld 5. Und dann schauen wir auch noch mal oben bei den Kälbern vorbei, denn da müsste auch schon einiges wieder passiert sein. Ja, was macht er hier? Ja, er fährt auf jeden Fall noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gut, dann gehen wir mal schnell hoch zu unseren Kälbern und schauen da mal vorbei. Bei der Käserei müsste ich eigentlich auch noch etwas erledigen. Oh ja, hier haben wir auch noch Käse hier schon fertig. So, haben wir jetzt schon hier die Palette gleich voll. Und das Ganze auch gleich festmachen. So, einmal hier noch. Na, jetzt. Und dann stellen wir hier erstmal unseren Käse hier wieder auf die Palette gleich drauf. Also können wir auf jeden Fall demnächst auch Käse wieder verkaufen. Denn ich hatte ja schon mal gesagt, ich möchte jetzt hier unbedingt nicht mehr alles so sammeln. Ja, schubse ich den hier wieder runter. So. Bisschen knapp hier alles. Gut. Dann stellen wir jetzt hier noch die fertigen Käse gleich hier drauf. Und werden jetzt dann gleich nochmal bei den Kälbern schauen. So, noch zwei Stück hier. Einmal hier drauf das Ganze. Ich denke mal, die Maschine können wir auch gleich wieder anstellen. Schauen wir mal hier rein, wie es hier aussieht. Ja, können wir ein bisschen was auffüllen gleich. So. Hier haben wir ja noch ein bisschen Milch. So, da kann das Ganze erstmal weitergehen. Machen wir jetzt noch einen Eimer rein. Das sollte erstmal genügen. Und hier noch das Lab-Extrakt. Ja, einmal bestätigen das Ganze. Und einmal hier rein. Und dann schalten wir hier das Ganze wieder
an. So, jetzt schauen wir aber erstmal bei unseren Kälbern. Schauen wir mal, wie weit die sind. Oh, hier sieht es ganz schön leer aus. Also hier muss ich auch mal wieder Futter geben. Ja. Also die wachsen alle noch. Die sind noch nicht fertig. Hier ist schon wieder eine Kuh fertig. Und ja, das Ganze dauert hier natürlich noch. Hier drüben müssten auch schon wieder. Ja, da steht schon wieder ein Kalb. Bloß momentan. Ja. Muss ich mal schauen, wie weit die dann sind in der nächsten Folge. Dann werde ich nämlich die Kälber dann auch gleich wieder rüberbringen. Hier müssen wir eigentlich auch mal sauber machen. Hier sieht es ja auch aus. So, nehmen wir hier nochmal den Zauberbesen. Da geht das etwas schneller. Laufen wir hier einmal lang. Und hier nochmal zurück. Und dann haben wir hier alles wieder sauber. Gut. Dann stellen wir jetzt erstmal den Besen hier wieder hin. Und ja, ich würde sagen, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst doch natürlich auch ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.